Herzlich willkommen bei Feuervogel TV. Heimspiel gegen die Eisbären Bremerhaven. Phoenix hat dreimal gewonnen, aktuell drei Niederlagen im Hemd. Es soll mal wieder ein Erfolgserlebnis her vor den eigenen Fans. Eigentlich. Doch von Anfang an. Die NRW Arena einmal mehr ausverkauft. 3.145 Fans freuen sich aufs Spiel und hoffen auf einen Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht, von dem man weiß, die können mehr als die Tabelle aussagt. Gleich das erste Viertel hat Schmackes. Henry Dugert hat ein Auge für den Mitspieler. Phoenix zeigt Präsenz unter dem Eisbärenkorb, fightet und trifft. Aber auch die eine oder andere Unkonzentriertheit im Spielaufbau ist zu sehen. Unnötig eigentlich. So geht es hin und her. Phoenix punktet, fängt sich aber auch Gegenangriffe, die durch Fehler eingeleitet werden. In der Defense läuft vieles unrund. Dazu kommt früh Foulbelastung. Zur Halbzeit minus zwei. Auf geht's in die zweite Hälfte mit Ole Wendt im Aufbau, mit Larry Gordon und einem weiteren Stockfehler. Philipp Zwiener bedankt sich. Zum Glück sind die Gäste nicht immer so eiskalt und verwandeln selber auch nicht alles. So kann Keith Ramsey stopfen, was bei Ole Wendt noch gehakt hat, zumindest bei Versuch 1. Adas Juskevicius sorgt mit seinem Dreier für die 57:50 Führung seiner Eisbären. Erst ganz allmählich kann Phoenix das Spiel noch mal drehen. Henry Dugert für drei. Jetzt scheint was zu gehen. David Bell trifft auch endlich mal. Doch die Defense bleibt das Problem. Anthony Smith und Darius Adams nehmen freie Dreier. Eine ganz spannende Schlussphase kündigt sich an. Einmal mehr Gefahr von Schnappatmung. Die setzt spätestens ein, als immer wieder blaue Trikots Mutterseelen alleine unter dem Hagener Korb warten können, bis sie in aller Ruhe den Ball zum Einnetzen bekommen. Derek Allen zerstört so auch den letzten Versuch von Phoenix, doch noch einen Sieg zu landen.
Ja, uns fällt natürlich eine tierische Last von den Schultern. Ich glaube, wir haben uns ja bis jetzt nicht so mit Ruhm bekleckert in der Saison. Und uns hat auch oft so ein bisschen das Quäntchen Glück gefehlt. Und ja, heute hatten wir einfach ein bisschen, vielleicht auch in entscheidenden Szenen ein bisschen mehr Glück und haben einfach alles rausgehauen, alle Energie aufs Feld gelegt, die wir hatten. Und Gott sei Dank gegen eine sehr, sehr gute Hagener Mannschaft, die zu Hause sowieso immer sehr stark ist. Gott sei Dank gewonnen, da sind wir natürlich sehr, sehr froh und erleichtert drüber. Wir wussten vorher, dass Bremerhaven zwar noch keinen Sieg hatte. Das sind ja meistens die unangenehmen Gegner. Die haben auf jeden Fall Potenzial und Talent in der Mannschaft, hat man ja gesehen. Sah vielleicht nicht schön aus, aber trotzdem, bei uns hat es ein bisschen geruckelt, vorne, hinten auch ab und zu, gerade am Ende. Meiner Meinung nach viel zu offen gewesen, die Würfe, die sie bekommen haben. Und das darf uns eigentlich nicht passieren, gerade hier zu Hause, wo wir mit viel Energie eigentlich spielen wollen und müssen. Tut das schon sehr weh. Heute haben wir ein bisschen Glück gehabt. In meinen Augen, wir haben sehr gut Sachen ausgenutzt, die letzten paar Minuten, wo wir freie Korbleger gekriegt haben. Es hat uns sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Wir müssen das Spiel besser organisieren. Wir haben gewusst, es wäre ein sehr hartes Spiel, ein sehr schweres Spiel für uns hier in Hagen, wie das Spiel. Und im Endeffekt bin ich einfach so glücklich, dass wir ein Spiel gewonnen haben. Und wenn man dann in so einer heißen Phase sich nicht konzentrieren kann, um das richtig zu machen, verliert man. Das ist das Problem. Und da müssen wir gucken, dass wir das nochmal analysieren und das abstellen. Wir haben intensiv gespielt, aber die Konzentration für die letzte Rotation, haben alle gesehen, war nicht da. Und da müssen wir gucken, woran das jetzt gelegen hat. Das kann ich so auf dem Stegreif nicht sagen, sondern halt analysieren.